Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Fein essen gehört zu Ostern wie die Jockeyhase und die gefärbten Eier. Besonders beliebte Ostern sind neben Geflügel und Lamm auch Fischgerichte. Der Armin Amrain hat aus diesem Grund in unserem Ostermagazin ein feines Fischrezept vorgestellt. Bei der Firma Top Dog in Basel, einem Hauptimporteur von Coop, muss man ziemlich früh am Morgen aufstehen. Die Vorschriften im Fischhandel sind streng und eine sorgfältige Eingangskontrolle steht am Anfang von jeder Lieferung. Weil die Temperatur des Fisch nie über 2 Grad steigen darf, ist das Eis da innen fast so wichtig wie der Fisch selber. Ein grosser Teil des Fisch wird bei Coop in Selbstbedienung verkauft. Fertig zerlegt und dressiert werden die schönsten Filets aussortiert und in spezielle Frischhaltepackungen abgefüllt. Eine Hauptrolle im neuen Schweizer Kinofilm «Ernstfall in Havanna» mit dem Victor Giacobbo hat unser Gast. Herzlich willkommen im Studio, Mike Müller! Hallo Mike. Guten Abend. Schön, bist du da. Um was geht es in diesem Film und wer spielt sonst noch mit? Sabina Schneeberli spielt auch mit, eine Journalistin. Und es geht um die Schweizer Botschaft in Kuba, die dort wirklich auch die amerikanischen Interessen vertritt. Mehr oder weniger gut. Und in unserem Fall geht das schief. Und was läuft denn da genau schief? Der Victor ist stellvertretender Botschafter und ich bin Sicherheitsbeamter der Schweizer Botschaft. Und das kann so nicht gut kommen. Aha. In diesem Fall eine Komödie von der Regisseurin Sabine Boss. Wann ist der Kinostart? Morgen in einer Woche, 14. März. Wir sind sehr gespannt. Wir auch. Danke, Mike. Dann wechseln wir jetzt von Kuba nach Asien für ein thailändisches Rezept. Richtig, heute gibt es ein Bulle Curry mit Früchten und Kokosmilch. Grüezi miteinander. Salü, Mike. Salü, Armin. Hey. Kokosmilch, grüne oder rote Currypaste, Ananassaft und gepressten Knoblauch anrühren. Bulli-Brüschli damit begießen und eine Stunde im Kühlschrank marinieren. Zwiebeln, Knoblauch und Peperoncini im heißen Öl anbraten. Mit Pelati und Kokosmilch ablöschen, Currypaste dazugeben und alles einköcheln. Dann eine Ananasscheibe abtropfen und in Stückchen schneiden. Ein Mango halbieren und ebenfalls in Stückchen schneiden. Das Fleisch jetzt mitsamt der Marinade in die Soße geben und 10 Minuten drin schmoren. Zuletzt Früchte beifügen und weitere 2 bis 3 Minuten in der Soße heiß werden. Zum Schluss das Gericht mit Pfeffer, Muskat, Zimt, Korianderpulver und Salz abschmecken. Und am besten natürlich mit einem Reis servieren. Das Rezept, Sie wissen, steht in der neuen Coop-Zeitung. Viel Vergnügen! Guten Abend. Besten Dank, Mike und Armin. Hat Spass gemacht. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage lautet, bei welcher Temperatur muss frischer Fisch transportiert werden? Bei höchstens 0, 2 oder 4 Grad? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich höchstens 2 Grad. Und damit 2 Tageskarten für die Expo 02 mit Verpflegung im Restaurant Biotavola gewonnen hat der Alan Vetterli. Herzliche Gratulation. Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken. Ganz besonders natürlich bei dir, Mike, mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Danke vielmals. Nochmal zurück zu den Frischfisch. Seit kurzem offeriert Ihnen Coop auch Fisch von Coop Naturaplan aus kontrollierter biologischer Fischzucht aus der Schweiz und dem Atlantik bei Irland. Da sieht man gerade, wie der Lachs vorbereitet wird, der fettige Teil grosszügig entfernt, dann in Tranchen geschnitten oder kunstvoll filetiert. Nicht nur ganze Fisch, auch Spezialitäten wie Fischspiessli oder verschiedene Fischrouladen gehören ebenfalls zum Angebot von unserer Fischabteilung. Und jetzt auf die Ostern finden Sie in unseren Läden wie das beliebte Fischfondue. Zum Schluss noch ein Geschenktipp von Interdiscount. Zum Festhalten der schönsten Ostersüsse bekommen Sie dort den Panasonic VHS C-Camcorder NFRZ10 mit 250-fachem Digitalzoom jetzt 200 Franken günstiger. Das war es für heute. Weitere Ideen für das Osternest sehen Sie bei uns in einer Woche. Es würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!